Ja, ich würde einfach nur abwarten, bis Abel mir aus seiner Konzentration wiederkommt. Ja, dauert ungefähr 5 5 Minuten, Minuten. 10 Minuten und dann hört er auf mit seinem Zayat-Gesang und Witwe Putsch schlägt die Augen wieder auf. Ach, Oh, aber mir. ach, ihr seid gesund. Es tut mir leid. Es muss euch nicht leid tun. Kommt, steht auf. Ich hatte so eine Angst, aber mir. Nun ist alles gut. Es wird euch nichts weiter passieren. Ich würde sie dann zum Tempel geleiten, aufschränken. Das ist der sicherste Platz. Da kannst du dann gemeinsam stützen und auch die Tempelstufen wieder nach oben gehen. Wenn Reto jetzt den Trovea, der Fabio, den Ohnmächtigen mit seinem verbrannten, verkrüppelten, zerschmetterten Arm nach oben zieht, kannst du wohl sehen, wie er bei den Tempelstufen einmal den Mund aufklappt, ganz automatisch, und irgendeine rosafarbene kleine Wolke aus seinem Mund aufsteigt. Sonst passiert Kann ich nichts. da. Kann ich auf die Wolke einen Dolch werfen? Also versuchen. Ich versuch's. Krieg ich eine Ja, Erschwernis? sieht aus wie so eine kleine Regenwolke. Also sie ist sehr klein, aber sie ist halt sehr nah. Ich schaue gerade mal nach. Also es ist ein bum, 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 bum. Es ist ein sehr kleines Ziel. Das ist eine plus 6. Dann bist du sehr nah dran. Das ist eine minus 2. Ja, ich glaube, du kannst einfach, wenn du sowieso auf die 30 würfelst, würfel dann W20. Also ja. Ja, du kannst treffen und siehst dann wohl, wie dein Dolch, fexgeweiht, hindurchfliegt und diese Wolke dann an den eternen Marmor pinnt. Die Wolke löst sich auf. Ich grinse mich hinein und ziehe den Faktierer weiter rein. Oder auch nicht. Sonst passiert nichts. Er bleibt ohnmächtig. Ja, dann rufe ich in den Raya-Tempel ein Geweihter, bitte. Ja, Flamingo stürzt auch herbei, schaut euch an. Herr Senior, was tut ihr denn hier draußen? Der Mann wurde von irgendetwas besessen, hat meine Freundin des Magisters oder was auch immer er ist, dieses Adeptus Marvelmir. Wie sieht denn sein Arm aus? Ja, ein bisschen verkohlt. Könnt ihr euch bitte darum kümmern und nehmt die Dolche bitte raus, die brauche ich wieder. Er zieht behutsam dann die Dolche aus dem verschwärzten, verbrannten Fleisch. Es riecht auch ekelhaft nach Haaren. Und lässt sie dann auf dem Boden einfach liegen, so wie sie sich blutig sind, und trägt ihn dann durch dieses Rosenwasser durch, verschwindet dann im Inneren des Tempels. Du kannst auch sehen, wie wohl jetzt mittlerweile die Schleier jetzt vorhängen, sodass man dann auch mit Fernkampfangriffen keine Chance mehr hätte, diese Nische zu treffen. Also da hat man dann schon auf alle Fälle vorgesorgt. Im Inneren könnte dann auch Ture herbeitreten. Der Golgarit steht weiterhin dabei. Bei der Paktiererin Shania oder Vultura, sodass da dann keine Gefahr drohen würde. Dann suche ich noch den anderen Dolch, mit dem ich gerade diese Wolke aufgepinnt habe. Pack dann die anderen Dolche ein, säuber sie kurz und gehe dann wieder zur Paktiererin. Ich nicke Rito da einmal kurz zu, gehe dann. Wir lösen uns sozusagen ab. Er geht an mir vorbei, ich gehe kurz nach draußen, schaue nach den anderen, sehe dort, also, aber mir ist nicht verletzt, oder? Geringfügig. Und Rafim ist auch nicht verletzt. Und Witwe Protz ist. Die ist aber nicht bei vollen Lebenspunkten, oder? Doch, bei 20 kann man davon ausgehen. Gut. Sie wird wahrscheinlich sowieso nur, weiß ich nicht, 23 oder so haben, also. Das ist eine alte Gut. Frau. Dann kommt schnell wieder rein in den Tempel. Ich denke, hier draußen weiterhin auf offener Flur zu bleiben, ist vielleicht ungünstig. Und nehmt die gute Frau doch bitte mit. Ja, natürlich nehme ich sie mit. Ich habe sie gerettet. Oh, aber mir, das werde ich dir nie vergessen. Ja, ist schon gut, Frau Ich Protz. wollte dir eigentlich einen Kirschkuchen backen, aber das wird jetzt, glaube ich, nichts mehr. Ach, ich werde wieder gesund. Wir werden noch viele Feste feiern in Gareth. Vielleicht wollt ihr euch. Geht zu diesem Geweihten dort. Er wird euch in Sicherheit bringen. So ein ungezogener Mann. Er Ja. wollte mir den Hals beißen und er hat drüber geleckt. Ihr sind fürchterliche Menschen, da habt ihr wohl recht. Aber ihr seid in Sicherheit. Versucht ein wenig Ruhe und Schlaf zu finden. Ich denke, es wird sich ein Bettchen finden hier im Tempel für euch. Ach, Hier seid aber ihr mir. sicher.
Danke. Ja, ich würde dann die Witwe Putz wahrscheinlich den Akoluten übergeben. Dann wieder zu den anderen treten. Ich trete erstmal kurz für dich, Abelmir. Schau dich einmal von oben bis unten an. Wo bist du verletzt worden? Ich glaube, im Bein, glaube ich, im rechten, linken Bein. Da bin ich reingebissen. Ja, also ein Schadenspunkt ist jetzt. Ne? Ich schaue einmal an. Ihr solltet bei voller Stärke bleiben. Damit balle ich meine rechte Hand kurz zur Faust und lege dann zwei Finger auf deine Stirn und spreche den kleinen Heilsingen auf dich. Du kriegst den Lebenspunkt zurück. Hab Dank. Ich bin noch nie von einem Geweihten ihr seid doch ein Geweihter, nicht wahr? Geweihtetes Waffen hier, ja. Ah. Jetzt drehe ich nochmal einen Schritt zurück und guck dich von oben bis unten an. Er sieht tatsächlich nicht so ganz typisch Torwalsch aus. Einiges spricht sehr dafür, dass er ein Torwaller ist, aber er muss wohl einer von jenen sein, die viel herumgereist sind und dabei offensichtlich irgendwie Kultur mitbekommen haben. Also andere Kultur als die Torwalsche. Hab Dank, euer Gnaden. Sagt einfach Ture, da bin ich noch einfach gestrickt. Er lächelt und geht dann wieder zu Reto zurück. Ich schaue ihn noch ein wenig verdutzt hinterher. Naja. Es gibt anscheinend auch kultivierte Torwaller. Und wurde dann wird ihm folgen wahrscheinlich. Gut, die Zeit vergeht. Stunden ziehen ins Land. Es wird dunkel draußen. Habt ihr noch irgendwas vor? Sie wird sich selbstverständlich noch einmal mit Flamingo unterhalten, von ihren Schandtaten berichten, büßen, beichten, die sie in Oron getan hat, wird noch einige Informationen zu Adligen geben, die dann in den Schleiertanz gehüllt sind und die dann ähnlich wie sie politische Pakte mitgenommen haben, damit sie dann eben ihre Stellung behalten. Man wusste nie genau, wem man vertrauen kann, wer von ihnen noch auf der guten Seite steht, trotz dessen, dass er einen Pakt hatte oder eben nicht. Ich würde mich persönlich nochmal mit Tore unterhalten über seine, nun ja, Reisen und ja, seine, nun Tore, ihr sagt, ihr kommt aus Torval direkt oder? Ja, ich bin in Torval geboren und aufgewachsen und sagen wir mal, die letzten 15 Jahre war ich sehr viel auf Reisen. Ich habe einige Schlachten miterlebt, die dritte Dämonenschlacht und ja, einige andere Gelegenheiten und versuche sozusagen Swafnirs Willen in der ganzen Welt zu ergründen, wenn man so will. Ihr seid so völlig untorwalsch, also die ich bis jetzt kennengelernt habe, das waren, verzeiht mir euren Namen, Ture, meine ich natürlich. Nun, wie soll ich sagen, etwas unzivilisiert, man könnte sagen barbarisch. Ihr seid doch völlig anders. Ich bemühe mich zumindest, die jungen Torwaler versuchen sich krampfhaft an einer gewissen Zügellosigkeit zu halten, die wohl die Jugend mit sich bringt. Und später haben die wenigsten die Weisheit, um diese Zügellosigkeit abzulegen. Sie sind große Kinder, häufig. Und Piraten, sicherlich. Das gehört, glaube ich, mit dazu. Ich glaube sogar, hierzulande spielen die Kinder gerne, dass sie irgendwie Räuber und Gardisten sind oder ähnliche Sachen. Spiele, die sie dann umsetzen wollen in ihren Alltag. Von daher, es ist ein Muster, das ich wieder erkenne. Ja, wohl wahr. Aber es tut gut, auch jemanden mal aus Torval kennenzulernen, der nun ja etwas Bildung und Kultur genießt, genossen hat, wie es scheint. Ihr gebt mir ein Stück weit etwas den Glauben an die Menschheit zurück, könnte man sagen. Meine Frau würde euch da widersprechen. Die würde sagen, dass ich sowas von Bardock bin. Das geht gar nicht anders. Bardock, ich guck mal nach deinen Ohren. Sie sind absolut normal menschlich.
Ihr schaut mir nicht wie ein Elf aus. Nein, meine Frau ist eine Halbelfe. Ah. Abenteurer, wenn man viel auf der Straße unterwegs ist. Man lernt Leute kennen und manchmal führen die Wege dann doch zueinander. Naja, ich bin ehrlich gesagt gerade eigentlich auf dem Weg zu ihr. Aber da haben wir diesen kleinen Stänker über Punin gemacht und deswegen sind wir hier gelandet. Und eure Frau ist auch in Punin oder in Torval? Die ist nicht, weder noch. Sie befindet sich in Bricklo. Aha, also auf den Weg Richtung Garel wird zurück. Mhm, richtig. Interessant. Was wollte sie denn in Bricklo? Dort ist nicht viel. Ein kleines Dörfchen. Gut, mehr auch nicht. Sie sagte, sie hätte da vor Jahren mal ein Grab gefunden und sie ist dorthin zurückgekehrt, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist und ob ein Gelehrter, der sich dort mit den Sachen beschäftigt, das alles jetzt seine Richtigkeit hat. Ich habe sie ziehen lassen, soll sie halt. Sie interessiert sich sehr für alte Ruinen und Burgen, Festungen, alles, was halt so, ich sag einmal, 200 Jahre und mehr auf dem Buckel hat. Seid ihr auf dem Weg nach Gareth oder in die Gegenrichtung letztendlich? Letztendlich jetzt erst einmal nach Gareth. Dort werde ich mich wieder mit meiner Frau treffen und dann werden wir wohl die Heimreise nach Torval antreten, wenn nichts Unvorhergesehenes kommt. Vielleicht auf Umwegen. Also wenn ihr in Gareth seid, müsst ihr uns unbedingt besuchen. Ihr findet uns, ich gebe dir jetzt meine Adresse von unserer Villa. Villa Barosruhe heißt sie, glaube ich. Und ihr müsst uns unbedingt besuchen. Oh, das werde ich sehr gerne in Anspruch nehmen. Ich, wenn Reto mitfolgen wird, also wenn er dazu Lust hat, ist er doch sicherlich auch eingeladen, oder? Ja, natürlich, natürlich. Gut. Ich hoffe, wir überstehen diese Nacht glücklich und unversehrt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Fall sein wird. Nun ja, der Anfang war unglücklich, aber wollen wir das Beste hoffen. Es kann nur gut werden. Die Götter sind, ich sag einmal, im Vorteil eigentlich. Wir sind auf geweihtem Boden. Es sind sehr viele erfahrene Raya-Diener hier. Und es ist mehr als ein Geweihter eines Gottes anwesend. Und offensichtliche Personen wie ihr, die von einem gewissen inneren Mut und einer gewissen Stärke beseelt sind. Also. Nun ja, diese Paktierer und nun ja, ihre Verbündeten sind tückisch. Wir hatten in der Vergangenheit schon oft mit ihnen zu tun und nun ja, es war hin und wieder äußerst knapp, könnte man sagen. Also seid euch nicht zu sicher, seid vorsichtig und wachsam. Ja, es ist auch nicht meine erste Begegnung mit Paktierern. Ich denke, da haben wir ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich trete mal wieder zu den anderen heran. Ah, irgendwelche. Rito. Ja. Ihr seid natürlich auch gerne, wenn ihr in Garen, weil herzlich eingeladen. Vielen Dank. Ich wollte eigentlich nur fragen, wie es aussieht. Hat sie irgendetwas getan? Bei mir war alles ruhig. Hier ist bisher auch alles ruhig. Ich suche mal ein wenig Beleuchtung für den Abend und für die Nacht und. Vielleicht haben die Geweihten hier noch irgendwelche Kräuter, die, ich sag jetzt mal, geweihte Essenzen enthalten. Mal schauen, vielleicht können wir uns die Nacht ja etwas erleichtern, was den Schlaf angeht und was die Abwehr von Dämonischem angeht. Ich nicke kurz und würde mich dann auf die Suche nach entsprechenden Geweihten bzw. Akoluten im Tempel und aufmachen, die mir da weiterhelfen können. Ja, also ihr könnt definitiv Kräuter und Lotion bekommen, also auch Licht dann, um die Nacht zu überstehen. Vor allem dann viele Sachen, die nach Rosen riechen, sehr angenehm und die euch dann dort in rauen Mengen zur Verfügung gestellt werden. Die Zeit vergeht und es ist mitten in der Nacht wohl. Ihr habt aufgepasst, dass ihr nicht einschlaft. Seid wohl aber doch etwas müde, gerade jetzt nach der nächtlichen Aktivität in dem Haus mit dem Maskenball.
wirklich viel Schlaf habt ihr nicht bekommen. Aber ihr dürft mal eine Sinneschärfeprobe würfeln. Hat irgendjemand schlechte Eigenschaften? Geruch. Geruch. Viele, welche? Ja, je nachdem, ja, genau, je nachdem, was du. Nee, schlechte Eigenschaften, vor allem in Bezug auf deine Sinne. Nein. Nein, gut. Arturo wird was wahrscheinlich nicht mitbekommen. Nein. 9 Punkte von Reto und 7 von Abelmir. Reto bemerkt das als erstes und kann dann Abelmir darauf aufmerksam machen. Es hat wohl ein ekelhaftes Geräusch gegeben, als ob Haut sich öffnet und dann ein nasses Platschen. Seid euch nicht ganz sicher, wo es herkam. Ihr sitzt immer noch in dieser kleinen Nische und Ecke. Und dann könnt ihr es riechen. Vor allem, Reto kann das nicht so sehr riechen, aber mir, es riecht wohl verbrannt. Habt ihr das auch gehört? Ja, was stinkt hier so fürchterlich? Ich riech nichts. Wo? Ich gehe mal dahin, wo das Geräusch herkam. Ja. Zieh mal einen Streitkolben. Ziehst deinen Streitkolben und orientierst dich wieder so ein bisschen. Es gibt wohl ein weiteres Platschen. Es kommt wohl direkt von dem Tisch, an dem ihr sitzt. Und wenn ihr euch die Stelle beseht, könnt ihr ein widerliches Ding erkennen, ein nasser Klumpen aus Fleisch. Ihr könnt das erkennen, das ist wohl eine ekelhafte Kröte, die lila purpurn dort sitzt, mit vielen kleinen Zungen, die sich aus dem zahnbewehrten Maul heraus winden und riesige Augen, die nicht nur auf dem Kopf sitzen, sondern überall am Körper. Und die Kröte flatscht jetzt so mit viel Blut an ihrem gesamten Körper, also schon teilweise geronnen ist, teilweise fleischlich. Es riecht nicht nur nach Blut und nach verbrannter Kröte, sondern ihr könnt jetzt auch sehen, wie sie sich in Schmerzen windet. Ihr wisst nicht genau, wo sie hergekommen ist, aber Borgesch ist erschienen. Widerlich, was ist das denn? Ich zieh mal voll drauf. Dämon. Es gibt ein weiteres Flatschen, wenn der Streitkolben von Reto die Kröte zerschmettert und die Augen im gesamten Tempel umherspringen, mit einem weiteren ekelhaften Platschen, bis sie dann auch umherkullern, nach und nach verbrennen und sich dann in schwarze Aschewölkchen auflösen. Was war das denn? Ich heb meinen Ärmel vors Gesicht, damit ich den Rauch nicht einatme. Ein Dämon. So eine Kröte mit Augen und Zungen und. Es war ein Dämon aus der Gegendomäne Rajas. Ein widerliches Exemplar, gebe ich zu. Immerhin hat es nicht viel ausgehalten. Wisst ihr mehr über diesen Dämon? Gelehrter Herr? Nicht so viel, wie ich gern wüsste, aber ich denke, er wird bei bestimmten Zeremonien der Verderberin genutzt, um Räusche zu erzeugen, soweit ich weiß und mich erinnern kann. Wie kam es hier hinein? Ich schaue weit. Wo ist die verdammte Paktierin? Na, sitzt neben euch am Tisch. Ja, die schaue ich jetzt auch an. Was ist mit euch? Seid ihr unversehrt? Wenn du sie dir betrachtest, kannst du wohl erkennen, wie ihre Augen nach oben gedreht sind und du wieder mal nur ihre leeren Pupillen erkennst. Wenn Rafim so ein bisschen neben ihr sitzt, damit er sie bewacht vor Schaden, kannst du wohl bemerken, wie es auf der Bank, auf der du sitzt, so ein bisschen. Ach, du hast dich gerade so ein bisschen mit den Händen abgestützt. Merkst jetzt wohl, wie es irgendwie feucht wird. Ich nehme meine Hand und reibe sie so am Tisch lang. Schau mal, die Bank. Ihr solltet das abwischen. Ja, die ganze Bank, auf der du sitzt, ist voll geblutet. Ja, ich schau mal die Frau an und möchte mal schauen, ob sie irgendwelche offenen Wunden hat, die ich sehe. Irgendwie im Rücken möchte ich mal anschauen. Aha. Die Narbe ist definitiv geweitet und geöffnet. Du siehst, wie grauer Nimbusnebel aus der Wunde heraustritt, aus dem Paktmal. Ah. Aber mir, das sieht nach irgendwas aus, was du machen solltest. Ja,
Ihr solltet euch reinigen von diesen Sekreten. Wir wissen nicht, was sie ausrichten. Wie wäre es, wenn wir sie ins geweihte Wasser reinlegen? Bin ich gut. Nun ja, ja, wenn seine Gnaden zustimmt. Ja, der Flamingo selber schaut euch an, zuckt mit den Schultern. Ich mache das zum ersten Mal. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber es sieht mir so aus, als ob sie doch jetzt eingeschlafen ist. Gernot, seid ihr wach? Selbstverständlich bin ich wach. Tritt an euch heran. Ihr wisst nicht genau, wo er war, aber jetzt kommt er aus den Schleiern heraus. Wir müssen diese Papiere dort hineinlegen, in das Becken. Nun, ich glaube, wir sollten vor allem ihr in die Traumwelten folgen. Nun ja, das ist wahr. Was wäre geeigneter als ein geweihtes Becken mit Wasser? Ich würde sie allein deswegen da reinlegen, damit, falls dann auch ein Dämon rausplatscht, er gleich mal in geweihtes Wasser reinfällt. Ich heb die Frau mal an und leg sie in das Wasser und wasch mich auch selber in dem Wasser. Also gut, dann tun wir es hier. Reto, ich würde euch hier direkt gerne am Ausgang positionieren. Vielleicht könnt ihr andere abhalten davon mit Anschlägen. Ich grinse mal dreckig, ziehe dann 5 meiner Dolche, pack die in eine meiner Hände, nicke, viel Erfolg euch allen und geht zum Eingang. Lass du ihn nicht umbringen. Der Graue sei mit dir. Ihr euch auch nicht. Und mit euch. Genauso wie euer Wahl. Ich selbst würde es vorziehen, die Traumreise von hier aus zu begleiten, denn dies würde euch stärken. Abelmir, wenn ihr mögt, könnt ihr mit eurem Begleiter Raphim und mit ihrer Gnaden Ture den Weg in die Traumwelten antreten und versuchen, sie dort hinauszuholen. So sei es. Wir sind nicht den ganzen Weg gegangen, um jetzt umzukehren. Raphim, was sagt ihr dazu? Wir bringen irgendwas um, da weißt doch, da bin ich immer dabei. Der Herrin der schwarzfaulen Lust mag es nicht auf profanem Weg gelingen, mit ihren Dämonen, mit ihren Versuchungen, diesen Tempel zu stürmen, aber mit diesem Dämon des Traumes, des Schlafes und des Rausches wird sicherlich schwierig werden. Aber dort kann sie versucht werden und kurz bevor wir es dann geschafft haben, will sie und diese Seele nicht auf den letzten paar Metern verlieren. Nun, geleitet uns in die Traumwelt. Ja, so könnt ihr gemeinsam mit den Vorbereitungen von dem Golgarit Gernot von Mersingen dieses kleine Ritual vorbereiten. Und er wird euch dann mit einigen Kräutern, Rosenblüten und Blättern und einigen Kerzen, die er dann anzündet, den Schlaf wiegen. Ein dumpfer Singsang, eine sehr raue Stimme, die dann euch müde werden lässt. Ihr seid euch nicht ganz sicher, wann ihr eingeschlafen seid, aber oder auch wie ihr hierher gekommen seid, aber wenn ihr euch umdreht, steht in einer Höhle. Um euch herum ist alles rot. In einen blutigen Schleier getauft. Die steht auf so etwas wie einem Laufsteg, vielleicht rostig. Es gibt ja eine Spiraltreppe aus Eisen, die nach unten ins Nirgendwo führt. Überall um euch herum sind fette, weiße Kerzen aufgestellt, schweben teilweise in der Luft und hüllen diesen Bereich auch so ein bisschen in Rauch ein. Es vermischt sich alles in so einem schwachen blauen, rosa Nebel. Immer noch der Weihrauchgeruch von dem Golgariten, der euch in der Nase hängt, aber wie ihr hergekommen seid, wisst ihr nicht. Ich würde erst mal mit den Händen über meine Besitztümer fahren. Habe ich noch alle meine Sachen bei mir? Möchtest du sie gerne bei dir haben? Natürlich, ich fühle mich viel sicherer in meiner Rüstung. Würfel mal wie 20. Wie hoch ist deine Magieresistenz? 7. 7. Dann bekomme ich von einem von euch 2 W6 für die Realitätsdichte des Traumes.
vom Abelmir. Es handelt sich dabei um einen Albtraum, es handelt sich dabei um einen Burkesch, der diesen Traum gewebt hat. Die Paktiererin bzw. Shania Vultura leidet unter Wahnvorstellung. 2W6 sind 5 und 5. Damit ist die Realitätsdichte unglaublich hoch. Und Rafim steht nackt, komplett nackt, ohne Bewaffnung in dieser Lobule, Höhle, Mutterschoß. Es ist nicht mal ein Traum. Du bist wohl mit Abelmir auf Abenteuer gegangen, gemeinsam mit Ture. Ihr seid gute Freunde und nachdem ihr in Oron umhergezogen seid, viele Wochen, habt ihr diese Höhle entdeckt. Das ist der Grund, warum ihr jetzt hier seid und warum du jetzt hier bist, deine Aufgabe. Du weißt nicht mal, was deine Aufgabe ist. Um mich herum. Abelmir, Ture, habt ihr schon wieder meine Klamotten versteckt? Das ist nicht witzig. Abelmir ist ebenso nackt. Warum ist ihr? Ich bin nackt. So wie ich das sehe, muss sich keiner von euch beiden seines Körpers schämen. Also von daher. Ja, Ture, war ja klar, dass du das wieder warst. Um euch herum höhnt, stöhnen, weinen, was aus der Kammer unter euch erklingt. Immer unterlegt von einem Geräusch von tropfendem Wasser. Und ihr könnt sehen, wie hier wohl am Boden, irgendwo, nirgendwo, feuchte, rote Samtkissen liegen. Teilweise so ein bisschen ausgefranst. Ist das Felsboden? Was ist das für eine Höhle? Abelmir, was wollten wir hier nochmal? Wir sind hier hingegangen, das weiß ich, aber warum? Kann ich irgendwie probieren, mich zu erinnern? Willensstärke? Ja, aber für meine Selbstbeherrschungsprobe. Wenn Rafim Schicksalspunkt für die 2W6 ausgeben will, kann er das auch machen. Habe ich meinen denn noch? Ich glaube, du hast noch einen, oder? Aber mir hat es einen ausgegeben. Ja. Ja, komm, dann würfe die 2W5 noch. 2W6 nochmal. Schlechter kann es genau. Eigentlich nicht werden. 5. Ja, wesentlich besser. Du kannst dich grob daran erinnern. Also, es ist merkwürdig, nachdem ihr in Punin wart. Ja, was ist eigentlich passiert, nachdem ihr in Punin wart? Alles da drum fühlt sich merkwürdig an. So automatisch.